Wunderbares Wetter, hat zuerst nicht so ausgeschaut, als ob es nur schön wird. Das heißt, es war jetzt brav. Schaut so aus, dass wir braver sind, als viele vielleicht glauben. Nein, wir haben natürlich ein Wetterglück heute. Es sind ein paar Tropfen gefallen. Beim Beginn war es bewölkt und kühler, aber jetzt scheint die Sonne und jetzt steht, so wie es ausschaut, einem strahlenden weiteren Fest nichts im Wege. Und man merkt auch, dass das sehr, sehr gut angenommen wird. Wir machen das ja seit vielen Jahren, seit eineinhalb Jahrzehnten oder noch länger. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Und es erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Und hier mit den vielen Spielgeräten, mit der Hüpfburg, mit der guten kulinarischen Versorgung, mit dem gemütlichen Beisammensein gibt es für alle etwas. Wir haben ja gesagt, Familienfest von der Volkspartei der Schwagram, von jung bis alt, also alle sind da eingeladen, von 0 bis 100 oder darüber hinaus, wenn es welche gibt. Und das wird auch so angenommen, so verstanden, so gelebt und das freut uns sehr. Und es ist wirklich eine sehr entspannte Atmosphäre. Die Sonne ist gerade herausgekommen, gibt noch mehr Freude und alle fühlen sich wohl. Man sieht, die Hüpfburg ist extrem bevölkert mit 15 Kindern oder mehr, die laufend drinnen sind und sich abwechseln und viele andere Spielmöglichkeiten, die es hier gibt mit der Rundlaufbahn und mit den Geräten, die wir im Vorjahr aufgestellt haben, mit den Outdoor-Fitnessgeräten. Ganz, ganz viele Dinge. Ein paar Bälle sind mitgenommen worden, haben hier da riesigen Fußballplatz und Rasenfläche. Für alle etwas dabei, aber vor allem soll auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz kommen, das Reden über die Dinge, die einem am Herzen liegen, was so ansteht im gesellschaftlichen Bereich, im privaten Bereich. Vielleicht der eine oder andere Wunsch, der an die Gemeinde herangetragen wird. Also alles ist da möglich und genau das soll es sein und vor allem in sehr ungezwungener und familiärer Atmosphäre. Und wenn man sieht, es hat erst angefangen, ist noch nicht so alt das Fest, das ist noch sehr jung, der heutige Tag, und es ist schon ganz schön voll. Ja, ist schon ganz schön voll, hat sich super gefühlt. Eine gute Stunde ist es jetzt im Gange und einige Stunden werden noch folgen. Also es passt perfekt und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt auch das Wetter wirklich ideal mitspielt. Wie gesagt, hat ein bisschen unsicher zwischendurch ausgesehen. Aber dadurch sind die Temperaturen auch recht angenehm jetzt. Ne? Temperaturen sind angenehm, also man kommt nicht gleich ins Schwitzen, auch wenn die Sonne scheint. Also alles perfekt. Und worauf wir auch Wert legen, wir haben ein zauberhaftes Fest, aber auch ein sauberhaftes Fest, denn wir haben das Geschirrmobil vom GVU da, also plastikfrei, alles wird abgewaschen, keine Pappendeckel, sondern Teller, Essbesteck, ordentliches etc. Also ein sauberhaftes Fest. Nicht nur zauberhaft, sondern auch sauberhaft. Also auch das, um dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen, wollen wir hier vorbildlich unterwegs sein und das passt alles zusammen. Anschauen, gell? Magst du mal durchfahren? Schau mal. Mit dem Sisten, da weiß ich nicht so. So, hinter uns die fleißigen und emsigen Mitarbeiter. Ja, natürlich, ich muss ein großes Danke sagen an mein Team. Die sind da sehr, sehr fleißig im Einsatz, die Stadt- und Gemeinderäte von der ÖVP. Da gibt es Kaffee und Kuchen, selbstgemachter Kuchen. Es gibt natürlich auch Gegrilltes, egal ob Würstel, Bratwürstel, Koteletts, selbstgemachte Salate und drüben natürlich auch entsprechend Getränke. Natürlich sehr viel antialkoholische Getränke, aber man kann auch, nachdem ja auch viele Erwachsene da sind, auch ein Achterl Wein trinken oder einen Radler oder ein Bier sich genehmigen. Also für alle ist etwas da und vor allem sehr viele selbstgemachte Speisen und
Es gibt da Frankfurter Bratwürstel, Käsekräner oder Koteletts, also Spieße sehe ich da. Also für jeden Guster etwas dabei. Wenn man da steht, riecht man das schon, das geht ja, richtig in die Nase. Also wenn man keinen Hunger hat, dann kriegt man Appetit, wenn man da ein bisschen steht und das in die Nase steigt. Also großen Dank, auch das Teamwork passt und ja, alles perfekt. Wunderbar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Nachmittag und Abend. Ja, danke und ich denke, das werden wir auf jeden Fall haben und es freut mich, dass der Besuch so gut ist und das so angenommen wird, genau in dem Sinn, wie es gedacht ist. Wirklich, alle sind da mit ganz kleinen Kindern, Familien, Erwachsene, auch die Großeltern sind oft da oder Urgroßeltern, also quer durch alle Bevölkerungsschichten in einer ungezwungenen Atmosphäre, genauso soll es sein und ich bin überzeugt, wir werden noch einige Stunden es sehr schön und gemütlich haben. Dankeschön. Bitte gerne.